Faslers klicken, Knut Uteret. Mit Asterix und Obelix bei den Römern. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ein paar wackere Männer haben das Zeichen gesetzt. Die Römer sind geschlagen und zerfetzt. Und heute ist Fusion mit Sorsi abblitzt. Schrenzer Gatnau, ihren edlen Clownfraps, sind an der Fasnacht unterwegs. Sie haben 25 Jahre und ins Mocciaballo. Sind sie nicht mit den Gitarren unterwegs. Heute haben sie sich auf einen Zahnarztstuhl gesetzt. Gitarrengruppe Lautere, zeigt das Malheur auf. Zahnarztpraxis am Napf. Wir haben festgestellt, dass während der Fasnacht Zahnpflege besser könnte sein. Darum tun sie euch verteilen Zahnbürste, Zahnbasta. Und sie kommen ein bisschen zu euch und machen ein bisschen Stimmung, damit etwas läuft.
Es geht weiter mit dem Lautertal. Es kommen die Flurfräger von Lautern. Unter dem Tambourmajor Toni Parma. Sie haben das Motto Kraki. Rockende Krokodile. Die Kraktachs begleiten die Flurfräger das Jahr durch die Fasnacht durch. Grün für Krokodil, schwarz und dunkel für den Rock. So kann Schleipgrinde von Lautern mit ihrem berüchtigten Kaffeewagen und den noch berüchtigteren Enzilochmannen. Werte Umzugsbesucher, wir machen Sie noch darauf aufmerksam, dass die Theatergesellschaft am Ende des Umzugs auf dem Schulhausplatz verschiedene Theateraufführungen wird vorbringen aus den letzten Jahren. Unter anderem mit dem Tellenbacheri, mit den Schinken oder mit Fisch zu viert. Gehen Sie also noch nicht gerade heim und gehen Sie das Theaterspektakel auch noch anhören und anschauen. Mit dem Hofstädter Patrick voraus. Im Karneval Flonezia. Traditionell elegant an der venezianischen Karneval angelehnt. Das traditionelles venezianische Strassenkleid.
den Schluck noch. Darf ich noch eins darum bitten? Danke vielmals. Aus Damersellen kommen die Fasnachtschaoten. Was sind das doch für Patrioten? Flower Power würde ich mir sagen. Die stehen wirklich nicht im Regen. Fasnachtschaoten, Damersellen mit Flower Power. Schlimm vor Eiden, unter der Führung von Patrick Bielma. Sie stellen ein Monster aus dem Moor dar, wo uns heute allen Angst und Schrecken soll einjagen. Aber ich glaube, sie haben den Wettergott so verscheucht, dass er heute Altishofen hat verschont vor Regen. Vielmal. Er hat bis heute Süße, an der Weihnacht muss es prächtig leuchten. In der Hürntis tut das viel bedeuten. 50 neue Lampen insgesamt. Haben die Dummies bestellt, das ist frappant. 40 davor stehen die Dammersellen. Die schwingen halt die grosse Kelle. Auf ich ein Buchs, sie fünf, die Frust. Ich sehe im Dunkeln und mache die Faust. Am Knicklausengesellschaft aufwicken mit der Weihnachtsbeleuchtung Sterne Feufi.
Schaffnau mit dem Nummer 29 unter dem Tambourmajor Roman Schweizer mit dem Motto Schossa Bock. Jäger tun gerne ein Rehli schiessen und nachher ein Weili geniessen. Im Jassen darfst du nicht beschissen, sonst musst du in Suri Äpfel weissen. Zusammen haben sie eins gemeinsam. Schiessest du einen Bock, bist du plötzlich einsam. Unser Zunftmeister Andrea, ihr Motto ist wie ein Sechser im Lotto. Das neune Mann in Altishofen haben geschnäffelt, gelacht und gesägt. Lasst euch drum verwöhnen vom Konfetti-Regen.